Falls du preiswerte Ultimate Team Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft Points kaufen möchtest, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Hallo Leute und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum 21. Part des Adventskalenders mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers, und wir rücken Weihnachten näher. Und ich weiß gar nicht, ob ihr die 350 Likes geschafft habt. Ich, also gerade wo ich gucke, noch nicht. Ist aber auch erst, Viertel vor 12 morgens. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Die Ferien haben wir jetzt angefangen. Ich hoffe, euch gefallen die Ferien bis jetzt. Waren ja noch nicht lange. In der Hoffnung, dass sie jetzt nicht allzu schnell, ja, gefühlstechnisch umgehen. Heute gibt es 25 Carpacks, habe ich schon gesehen. Die werde ich jetzt alle für euch öffnen. Und den Gewinn werde ich wieder verlosen. An Anfang des Videos müsste jetzt auch wieder der Gewinner eingeblendet worden sein. Hattet ihr ja euch unbedingt gewünscht. Und wir fangen auch direkt an mit Adebayo. Gott. Mit Adebayo. Okay. Das Pack kann ich komplett abstoßen. Macht 4000 Münzen für Pack Nummer Uno. Und ja, wenn wir jetzt einfach die ganze Zeit abstoßen würden, wären wir schon bei 40.000 Münzen. Also heute kommt was richtig Fettes für euch zusammen. Machen wir auch mal direkt weiter mit dem nächsten Pack. Und da ist drin Ranocchia. Okay, also 8000 Münzen. Es ist echt, momentan mein Pack-Luck ist es einfach nicht vorhanden. Aber egal. So, drittes Pack. Der 25k-Packs Uche. Oblak und einen seltenen Silberspieler. Timo Werner. Vielleicht was wert? Ja, fahren wir mal 1500 Münzen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob Uche irgendwas wert ist. Wäre ja mal was. Schauen wir doch mal rein, jetzt, wenn hier nicht wieder so lange dauern würde. Vielleicht haben wir ja genau so einen gleichen Bug wie letztes Mal. Wäre ja interessant. Jetzt? What? Also eigentlich mache ich gerade nichts im Internet, aber EA scheint wieder... Ah, jetzt. Wieder irgendwelche Probleme zu haben. Uche ist vielleicht auch noch ein bisschen was wert. Nein. Okay. Dann das auch weg. Na, sagen wir mal 15.000 Münzen jetzt. Nach drei Packs. 7 Stück haben wir noch. In der Hoffnung, dass die was Gutes machen. Skippen, Podolski, Theo, Hernanes. Vielleicht ein bisschen was wert. Können wir mal schauen. Joa. Machen wir mal 1.000 Münzen. Kommen, denke ich, mal hin. Und dann, ja, können wir sagen. 20.000 Münzen nach 4 Packs. Also der Schnitt momentan sogar bei 5.000 Münzen. In der Hoffnung, dass wir auch mal irgendwas Gutes ziehen. Sokrates. Und Inform. Nainggolan, da ist er doch. Der Inform. Aha, da ist er doch. Nainggolan, Inform. Wunderbar. Ganz am Ende des Packs. Oh, was? 20.000 Münzen wert? Vielleicht sogar mehr. Okay. Nicht schlecht. Der scheint, ja, so 25.000 Münzen wert zu sein. Fett. Und das ist nicht schlecht. Na, sagen wir mal, für das Pack... Ja, können wir schon so auf die 45.000, sogar auf die 50.000 Münzen gehen. Und 5 Stück haben wir noch. Inform Nainggolan, sehr schön. Und das nächste ist dann wieder nicht so gut. Also, ja, 50.000 Münzen jetzt zusammen. Und 4 Stück haben wir noch. Diesmal sogar wieder in Inform, wunderbar. Und schauen wir doch mal rein, ins nächste wieder geskippt. Aber, nee. Also 60.000 Münzen ja zusammen. Sehr geil. Freue mich für euch. 3 Stück haben wir noch. In der Hoffnung, dass da noch irgendwas zusammenkommt. An diesem schönen 21. Dezember. Alex. Okay. Schürrle. Okay, Schürrle könnte auch was wert sein. Könnte jetzt richtig heftig werden. Ich glaube, der ist auch 10k wert oder so. 15k. Oder 13k. Okay, fett. Alex ist, glaube ich, auch 1000 Münzen wert. Ja. Rechnen. 75.000 Münzen. Sogar 80.000 Münzen. Und 2 Stück haben wir noch. Also sehr fett bis jetzt. Da kann man sich definitiv mal nicht beschweren. Heute, 21. Dezember, Welt... Und Benzema, oh mein Gott! What? Was ist los? LOL. What? Auch nochmal 40k. LOL. Okay, damit haben wir das erste Mal einen Jackpot, der über die 100k geht. Jetzt sind wir bei 110.000 Münzen als Jackpot. What the fuck? Und wir haben noch ein Pack. LOL. Alter. 100k, also wer diesen Jackpot gewinnt, herzlichen Glückwunsch. Das sind schon mal mindestens 110.000 Münzen. Und Bravo auch nochmal. Okay. Würde ich sagen, sind auch nochmal so 1000 Münzen.
Also ich würde mal sagen 120.000 Münzen für diesen Jackpot. What the hell? Inform, Nainggolan, dann Schürrle auch noch? Okay. Krass. Also ich würde sagen, Jackpot 120.000 Münzen. Wir sehen uns wie immer das nächste Mal. Aber damit nächste Mal viele Packs bekommen, bei dieser Ausbeute, diesmal möchte ich 600 Likes haben. Das ist Hurensohn, ich weiß. Aber bei dieser Ausbeute, bei so einem krassen Jackpot, 600 Likes und dann bekommt ihr beim nächsten Mal hoffentlich genauso viele Packs zu sehen. Und der Gewinner 120.000 Münzen bekommt da. What? Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao Leute, haut rein und macht's gut. Tschüss.